Erziele mit Zielfernrohrwaffen Kopfschüsse bei gegnerischen Spielern, also insgesamt müsst ihr 10-mal einen Gegner am Kopf treffen. Leider könnt ihr dafür nicht die Wachen benutzen, also müsst ihr gegen echte Spieler spielen und die am Kopf treffen. Sobald ihr dann 10 Treffer am Kopf habt, habt ihr die Aufgabe erledigt. Ihr erkennt die Kopftreffer immer daran, dass die Zahlen dann in gelber Schrift angezeigt werden.